Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, wieder vor der Kamera zu sitzen, muss ich sagen. Dabei ist das erst 1,5 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal gefilmt habe. Ja, seitdem ist eine Menge Kram passiert. Deswegen wollte ich mit euch ein kleines Live-Update sozusagen machen, euch erzählen, was bei mir los war. Nicht alle von euch folgen mir bei Instagram, was auch okay ist. Solltet ihr aber tun. It's fun, also meistens. Und da kriegt ihr noch ein bisschen mehr Einblick in mein Leben. Und ich erkläre, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Nämlich müde und traurig, was ich auch bin. Und ja, werde mich nebenbei ein bisschen fertig machen. Ihr findet solche Style & Talks eigentlich auch immer ganz cool, wenn ich irgendwie so ein Update habe. Dementsprechend habe ich gedacht, wir machen sowas heute einfach. Ich brauche auch auf jeden Fall den Antrieb, um mich endlich wieder zu schminken. Ich habe jetzt wirklich auch schon über eine Woche kein Make-up mehr getragen, was für mich schon sehr, sehr lange ist. Und davon ab, dass ich das Gefühl habe, ich habe es nötig, habe ich es auch einfach nötig für mich selber, mich so ein bisschen auf den Tag vorzubereiten, um dann loszugehen, raus und mal wieder zu einem DM zu gehen, zu einem Rossmann zu gehen, noch ein bisschen spazieren zu gehen und so weiter und so fort. Dementsprechend fangen wir einfach mit dem Make-up an. Alle Produkte, die ich benutze, werde ich unten in der Infobox verlinken. Das sind wahrscheinlich wieder nur meine Make-up-Favoriten. Ich mache was ganz Einfaches, einfach easy, nichts Neues ausprobieren. Also wer gehofft hat, es kommt jetzt irgendwie noch eine Review zu irgendwas, sorry Leute, da habe ich einige andere Videos hochgeladen, aber danach ist mir gerade auch nicht, sondern einfach nur ein bisschen quatschen, um so ein bisschen aus meiner inneren Starre rauszukommen, die ich gerade fühle. Aber warum das alles so ist, dazu kommen wir gleich. Ja, wer hat seine Beauty-Schwämme wieder nicht nass gemacht? Ich werde niemals ein Professional Beauty Guru. Bin gleich wieder da. So sieht das Ganze doch schon etwas besser aus. Womit fangen wir an? Ach, wir fangen auf jeden Fall mit einem Primer an, den ich tatsächlich nicht in meinen Make-up-Favoriten drin habe, der aber da auch reinkommen könnte. Mein wirklicher Favorit ist ja der Milk Make-up Primer. Ich benutze heute von Catrice den Tensational. Ich finde, das ist einer der besten Primer, den ich jemals benutzt habe. Der ist aus der Drogerie, wie gesagt, von Catrice, super günstig. Und den wollte ich mal wieder benutzen. Den habe ich nämlich auch schon etwas länger. Habe mich aber so auf meinen Milk Make-up Moisturizer fokussiert, dass ich den irgendwie komplett aus den Augen verloren habe. Wer kennt es auch, schreibt es in die Kommentare. Der hat ja so eine leichte eigene Tönung und dadurch macht er einfach, ebnet er das Gesicht aus und I can use all of it. Ich sag's euch, Freunde. Den trage ich übrigens am liebsten mit den Händen auf, was ich bei vielen anderen Primern eigentlich nicht so gerne mag, aber bei dem funktioniert das sehr gut. Und was der halt macht, ist auf jeden Fall ein bisschen Glow zurück in die Haut geben und so ein bisschen ausebnen. So, kommen wir zum Elefanten im Raum. Sagt man das auf Deutsch? The Elephant in the Room? Manchmal vergesse ich Sprachen. Meine Muttersprache vor allen Dingen. Übrigens für alle, die immer haten, weil ich so denglische, meine zweite Muttersprache ist Englisch. Dementsprechend geht da manchmal so ein bisschen was durcheinander. Ich habe damit kein Problem. Und ich glaube, so ein paar englische Wörter kann man sich auch sonst aus dem Kontext erschließen, würde ich einfach mal behaupten. Deswegen, nein, werde ich nicht mit aufhören. Also, Elephant in the Room in dem Fall. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die, wie gesagt, mir auf Instagram nicht folgen oder die es auch vielleicht nicht in meinem Community-Tab gesehen haben, da poste ich jetzt öfter was. Also zum Beispiel Ankündigungen für Videos, wenn was ausfällt. Oder wenn ich, ja, keine Ahnung, einen Livestream machen will oder sowas um eine bestimmte Uhrzeit. Also da könnt ihr auch immer mal vorbeischauen, wenn ihr dazu Lust habt. Also da, das ist so ein bisschen wie Twitter von YouTube sozusagen. Also einfach hier quasi auf meinem Kanal in die Info und da gibt es dann so einen Community-Tab. Müsste euch auf der Startseite angezeigt werden. Ich verpasse das bei vielen Influencern auch. Also ist auch nicht so schlimm. Normalerweise sage ich es auch noch in meiner Insta-Story. Aber kann halt sein, wenn ihr nur auf YouTube unterwegs seid, dass ihr es sonst vielleicht manchmal nicht mitbekommt. Ja, wie man merkt, ich versuche schon ein bisschen um das Thema herumzukommen. Das liegt daran, dass es sehr persönlich ist. Ich werde auch nicht allzu viel dazu sagen. Nur insofern, vor 1,5 Wochen ist ein sehr enges Familienmitglied von mir verstorben. Und ich möchte da nicht auf die Details eingehen, weil es einfach zu persönlich ist. Es geht mir auch noch zu nahe, um über das Thema Trauer generell zu reden. Aber es ist halt einfach auch der Grund, warum ich in letzter Zeit ein bisschen stiller war. Ich hatte es schon auf Instagram gesagt. Das hat mich sehr mitgenommen. Und das ist auch der Grund, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Weil ich sehr schlecht schlafe, natürlich auch traurig bin und da einfach durch diesen Trauerprozess gerade hindurchgehe. Da ich YouTube und Instagram ja so ein bisschen wie so ein Videotagebuch auch zwischendurch nutze und ja auch immer sage, für mehr Realität auf Instagram und versuche euch da so ehrlich wie möglich mitzunehmen, habe ich das halt so kurz wie möglich jetzt kommuniziert. Wie gesagt, ich weiß, dass es vielen von euch ähnlich geht, ob nun aktuell oder weil sie das von früher kennen. Mein Beileid an alle, die das schon erleben mussten. Es ist leider eine Realität des Lebens, dass wir uns irgendwann mit dem Tod auseinandersetzen müssen. Und das ist eine harte Realität, eine, die wirklich einen zutiefst erschüttert, egal unter welchen Umständen, ob man es nun absehen konnte, ob urplötzlich aufgetreten ist, wie auch immer. Und ja, ich möchte euch im Endeffekt eigentlich nur sagen, ihr seid nicht alleine. Wie bei so vielen Themen ist mir das Wichtigste, dass ihr wisst, ihr seid nicht alleine.
Und ja, ich mache das auch gerade durch. Ich werde dazu auch noch ein Video machen zum Thema Trauer. Also wie verarbeitet man Trauer am besten? Also nicht, dass es da einen super Weg gibt, außer das durchzumachen quasi. Aber dazu fühle ich mich gerade noch nicht bereit. Dafür ist der zeitliche, räumliche, emotionale Abstand einfach noch nicht genug da. Und ich möchte das, auch wenn es ein emotionales Thema ist, so gefasst wie möglich eigentlich machen. Weil was mir halt wichtig ist, ist natürlich, dass ihr schon merkt, auch wenn es so um Mental Health und sowas geht, das sind Themen, die mich auch berühren und die mich auch beschäftigen. Und das ist auch okay, wenn man zum Beispiel traurig ist oder so oder wütend oder verzweifelt oder sonstiges. Aber ich möchte einigermaßen gefasst an die Sache rangehen. Für mich selber und auch für euch natürlich, weil ich möchte im Endeffekt ein Stück weit Hoffnung immer mitgeben. Es ist jetzt das erste Video, das ich drehe nach meinem No by Mai. Eigentlich wollte ich zuerst ein Recap-Video sozusagen drehen. Also hatte ich euch ja versprochen, das mache ich auch. Ich schaue mal, wie es mir nach diesem Style and Talk geht, ob ich dazu Lust habe und wie es mir da geht. Ich mache das aktuell so ein bisschen von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde, je nachdem, wie es mir geht, was ich gerade brauche. Das ist nicht immer so einfach, weil man hat als Mensch so oft das Gefühl, ja, man müsste doch funktionieren oder man müsste doch XY machen oder das und das ist doch auch wichtig. Aber ja, es gibt einfach Momente im Leben, wo alles andere an Wichtigkeit, ich will nicht sagen verliert, aber zumindest für eine Zeit lang in den Hintergrund rückt und das ist auch manchmal okay. Was ich aber auf jeden Fall einmal ansprechen wollte und was mir persönlich ganz wichtig ist, ist, wir sind jetzt über 7000 Leute auf YouTube an dem Tag, an dem ich das drehe. Und es ist einfach nur crazy. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Diese Community wächst so schnell, ich komme selber gar nicht hinterher. Die Community wächst so schnell, wie ich wünschte, dass meine Haare wachsen würden, Freunde. Es ist einfach nur verrückt und schön und verrückt und schön und verrückt. Und ich heiße alle Neuen herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr kommt zu einem Zeitpunkt auf meinen Kanal, wo es etwas chaotisch ist. Also nicht, dass es jemals irgendwann sehr strukturiert gewesen ist, aber aktuell ist es noch etwas chaotischer, eben aufgrund meiner persönlichen Lage und des Trauerfalls. Es ist nun mal so, dass ich gerade wirklich schaue. Normalerweise lade ich dreimal die Woche hoch, am Dienstag, Donnerstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr. Das habe ich mir während der Corona-Zeit sozusagen so angewöhnt und ich bin auch die ersten 2 Stunden meistens in den Kommentaren unterwegs. Aktuell ist es so, dass ich jetzt wieder arbeiten gehen kann. Da freue ich mich sehr drüber. Wer mich noch nicht so gut kennt, hi, ich bin Kati, ich bin 32, arbeite in der Gastronomie, um mein Studium zu finanzieren. Nein, ich werde nicht erzählen, was ich studiere und auch nicht, wo ich arbeite, weil das meine Privatsphäre ist. Das mache ich irgendwann mal, wenn ich damit fertig bin. Dementsprechend bitte nicht danach fragen. Ist auch nicht böse gemeint, aber so ein bisschen Privatsphäre möchte ich dann doch behalten. Vor allen Dingen, so schnell, wie wir gerade wachsen, ist das einfach so ein bisschen schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Naja, und ja, 7000 Leute sind wir hier, über 5500 auch schon wieder auf Instagram. Ich bin einfach ein bisschen sprachlos. Eure Unterstützung ist der Hammer. Eure Reaktionen sind der Hammer. Wie viel Verständnis ihr für mich habt, ist der Hammer. Ihr seid der Hammer. Es ist einfach nur der Hammer. So, ach je. Ich bin total durcheinander wegen dieses Fakts einfach. Wenn ich mir vorstelle, auch wie viele Leute mir gerade zugucken dabei, während ich hier so mein Herz ausschütte und wie viele Leute das potenziell noch sehen werden. Das ist ja immer etwas, das darf man nicht vergessen. Alles, was man ins Internet stellt, ist ja dafür immer. Nicht, dass ich mich für irgendwas schämen würde. Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Bitte, bitte fischt jetzt nichts raus. Also bitte, bitte sucht jetzt nichts, wo ich mich für schämen müsste, okay? Aber es ist halt einfach, ja, es ist irgendwie eine unvorstellbar große Menge von Leuten. Wenn ich mir halt vorstelle, 7000 Leute wären in einem Raum mit mir, während ich einen Vortrag halte zum Beispiel, so als Vergleich, das ist halt irgendwie sehr surreal. Naja, und ich habe ja nun versprochen, dass ich ein Giveaway mache für die 5000 Abonnenten. Jetzt sind wir schon 7000, ich habe dieses Giveaway immer noch nicht fertiggestellt, aber ich habe heute ein Foto dazu gemacht. Das heißt, in diesem Video wird es auch endlich dieses Giveaway geben. Danke für 5000, 6000 und 7000 Abonnenten. Das nächste Gewinnspiel gibt es, weil wir so schnell wachsen, einfach erst wieder bei 10.000. Ich kann es mir nicht leisten, so viel Sachen zu verlosen. I'm sorry. Ich blende das am Ende auf jeden Fall ein, obwohl ich kann es euch jetzt auch einmal einblenden. Da sind so viele geile, verschiedene Produkte dabei. Da sind Sachen dabei von Ofra Cosmetics. Es sind Sachen dabei von der Machbar-Manufaktur. Das ist eine kleine Faktur aus Ostwestfalen-Lippe, also in Nordrhein-Westfalen, die Masken herstellt, von denen ich Masken zugeschickt bekomme, die ich sehr, sehr schön finde und sehr gerne habe. Und die haben mir eine Maske auch zur Verfügung gestellt. Dann haben wir da drin auch noch Lashes von Saskia Cosmetics. Das sind meine Lieblingslashes, also die, die ich euch verlose. Der Style heißt Famous. Meine Lieblingslashes sind Fairy. Und die liebe ich einfach. Die sind super extravagant und ich glaube, da wird sich jemand sehr drüber freuen, der vielleicht auch gerne so ein bisschen ausgefallenere Artistry-Looks oder sowas alles macht. Und ansonsten haben wir da drin auch noch was von Ritual. Wir haben was von Pixie Beauty, wir haben was von Juvia's Place und so weiter und so fort. Und ja, das könnt ihr alles gewinnen. Die Regeln dazu sage ich euch am Ende des Videos und denen bitte folgen einfach. Ich schreibe sie auch nochmal in die Infobox, da ist es dann nochmal alles zusammengefasst. Ich weiß noch nicht genau, wann das Video online kommt, dem
dementsprechend weiß ich auch noch nicht genau, bis wann das Giveaway geht. Ich schreibe es hier unten einfach mit rein. Immer so ein bisschen, wenn man so Videos vordreht, ist das immer so ein bisschen schwierig, das abzuschätzen, was lade ich wann hoch und so weiter. Naja, also dieses Giveaway ist dann auf jeden Fall auch endlich mal online. Und wie gesagt, ein dickes, dickes Dankeschön an euch. Und natürlich auch an die Brands, die mir Sachen zuschicken, die es möglich machen, dass ich solche Giveaways öfter mal machen kann. Das hilft mir wirklich sehr und es hilft mir auch einfach, euch noch neue Produkte vorzustellen, ohne dass ich komplett blanko gehe. Wo ist mein Blushbrush? Ansonsten möchte ich eine Sache noch ansprechen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und wo ich aktuell noch drüber nachdenke, wie ich das in einem Video verpacken soll. Ihr sollt nur nicht denken, dass es mir egal ist oder dass ich dazu nichts sagen möchte. Und zwar zu dem Black Lives Matter Movement. Ich weiß, ihr könnt es vielleicht alle schon nicht mehr hören, aber das ist etwas, wo ich persönlich sagen muss, es liegt mir sehr, sehr am Herzen. Genauso wie ich für Mental Health einstehe und zwar die Mental Health von allen Menschen, nicht nur von weißen Menschen. So wie ich für die Rechte von Trans-Menschen einstehe und der ganzen LGBTQIA+-Community, ist es mir auch wichtig, dazu kurz was zu sagen. Ich habe allerdings das Gefühl, wenn ich meine Stimme dazu erhebe, dann spreche ich gegebenenfalls über die Stimmen der Betroffenen hinweg und ich möchte denen eine Stimme geben, die wirklich davon betroffen sind. Wir sollten alle zusammenstehen, das ist gar keine Frage, aber dazu irgendwie ein schnelles Statement rauszuhauen, das liegt mir persönlich nicht. Ich möchte dazu Recherche betreiben, ich möchte dazu ein Statement raushauen, das politisch versiert ist, das verbal versiert ist, also das euch auch ein bisschen Einblick gibt und ich möchte vor allen Dingen zu den Leuten gehen, die wirklich betroffen sind. Das heißt, ich arbeite im Hintergrund gerade daran, mit Menschen zu sprechen aus der Black Community, die betroffen sind, also von dem Rassismus, der da stattfindet und der nicht nur in den USA stattfindet, sondern der vor allen Dingen auch in Deutschland stattfindet, immer noch und immer wieder. Und das ist, ob nun die Black Community, ob POC, ob LGBTQIA+, wir haben auch den Pride Month aktuell, von daher Pride and Proud to be part of the LGBTQIA+ Community. Und ich möchte dazu einfach ein ganz klares Statement von mir aus nochmal hochladen, ein bisschen Licht auf die Situation wirft, aber an dieser Stelle einfach nur kurz gesagt, weil ich, wie gesagt, da mehr Arbeit reinstecken möchte und da mehr zu sagen können möchte als Rassismus ist schlecht. Ja, natürlich ist Rassismus schlecht. Diskriminierung ist schlecht. Darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Aber ich möchte halt versiert darüber reden und ich möchte vor allen Dingen die Menschen zu Wort kommen lassen, die davon wirklich betroffen sind. Dementsprechend gebt mir da noch ein bisschen Zeit. Aufgrund der aktuellen Situation habe ich auch nicht so viel Energie, mich da komplett mit zu befassen, was ich ein bisschen schade finde, für mich persönlich, als auch dass die Bewegung, aber diese Bewegung gibt es schon nicht ohne Grund seit vielen, vielen Jahren und sollte auch weiterhin und nicht nur als Trend auf Twitter oder sonst wie weiter gepusht werden, weiter supported werden und das werdet ihr von mir hier auf diesem Kanal auch auf jeden Fall noch sehen. Aber dazu dann in einem anderen Video auf jeden Fall mehr. Eine Sache sollte aber euch hoffentlich ganz klar sein, mir ist es persönlich schon immer wichtig gewesen, zum Beispiel auch über Shade Ranges zu sprechen, über Shade Range Inclusivity, darüber, dass Brands, gerade auch große Brands, oftmals die Black Community ignorieren und das wird auch weiterhin so auf meinem Kanal sein. Auf diesem Kanal sind alle Menschen willkommen, egal welcher Herkunft sie sind, egal an was sie glauben, als was sie sich identifizieren, wer sie sein möchten. Alle Menschen, die für sich selber einen Kontext erschaffen, ob ich den verstehen kann oder nicht, sind hier willkommen, die offen genug sind, um Support zu leisten oder auch ihr eigenes Privileg checken zu können. Das schließt übrigens mich selber mit ein. Ich checke mein eigenes Privileg oft. Auch wenn meine Mental Health nicht besonders super ist gerade, geht es mir doch besser als vielen, vielen anderen Menschen. Und das ist etwas, das muss einfach mal gesagt werden. Aber wie gesagt, dazu kommt ein eigenes Video, bevor ich mich jetzt hier komplett reinsteige an dieses Thema. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe auch vor zu donaten und so weiter. Apropos Mental Health, stay hydrated. Das ist nicht nur körperlich wichtig, sondern auch für die Seele wichtig, weil der Körper muss gut versorgt sein. Außerdem ein kleiner Ausblick auf das, was jetzt in nächster Zeit auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Neben den Sachen, die ich natürlich sowieso angekündigt habe, ich werde weiterarbeiten an meiner Creating oder Recreating My Goth Looks Serie auf jeden Fall. Das hat beim ersten Mal schon Spaß gemacht und da werde ich auf jeden Fall auch noch weiter dran arbeiten. Dann habe ich etwas vor, das ich von noch keinem deutschen Content Creator gesehen habe, zumindest nicht in Zusammenarbeit mit dieser speziellen Marke. Da muss ich noch ein bisschen warten, bis das bei mir ankommt. Ich hatte da nämlich was bestellt und dazu sage ich euch auch noch was in Minuten bei My Recap, weil da muss ich euch ein kleines Geständnis machen, aber dazu in dem anderen Video mehr. Dann natürlich nur bei My Recap, was ich gerade schon gesagt habe, ist natürlich auch wichtig. Oh Mist, jetzt habe ich abgepudert, dabei wollte ich noch den Skin Gloss benutzen. Ja, dann schauen wir mal, wie gut das auf dem Puder funktioniert. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Das geht aber gut. Hä? Krass, guckt euch das mal an. Okay, also es lässt sich natürlich nicht so gut verreiben, verteilen, ausblenden, als wäre es noch auf der Cream Base. Aber ist Skin Gloss von Dominique Cosmetics, gibt es bei Purish, by the way. Könnt ihr mit meinem Code CONTRA20 auch noch nachkaufen, wenn ihr möchtet. Das ist die Farbe Golden Dew. Mag ich wirklich gerne. Oh,
hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Naja, außerdem hätte ich total Lust darauf, euch ein kleines Update zu bestimmten Produkten zu geben, denn ich habe ja nun mehrere Produkte in letzter Zeit auch neu getestet und habe sie auch noch weiter getestet, unter anderem Foundation, Primer, Puder und so weiter, und muss sagen, dass bei manchen Produkten wirklich sehr positive Sachen bei rausgekommen sind, wie zum Beispiel bei dem Skin Gloss. Und bei manchen muss ich sagen, dass ich nicht verstehen kann, warum das der Favorit von manchen Leuten ist. Und viele hatten mir auch in die Kommentare geschrieben, ja, ich habe die und die Problematik mit dem Produkt. Bei manchen kann ich das übelst gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist für euch auch spannend. Also schreibt mir super gerne auch in die Kommentare, ob ihr Lust habt, dass ich sozusagen euch eine Update-Meinung sozusagen gebe zu den Sachen, die ich ausprobiert habe. Das finde ich auf jeden Fall spannend, weil gerade diese Long-Time-Wear-Tests sind ja die, die im Endeffekt uns zeigen, ob wir ein Produkt wirklich mögen. Ich finde First Impressions super interessant, weil man halt schneller über neue Produkte informiert werden kann. Aber ganz oft ist das halt im Endeffekt ja nur eine First Impression und manche Sachen fallen einem dann erst später auf. Und das geht mir mit zwei Produkten, die hier auch gerade vor mir stehen, auf jeden Fall so. Deswegen würde ich euch das super gerne erzählen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, gerne einen Daumen nach oben geben, dann weiß ich Bescheid. Uff, da hat sie es ein bisschen übertrieben mit dem Blush. Marin sagte immer, also Fräulein T, sagt immer, ja, man kann nie zu viel Blush haben. Leute, könnt ihr euch noch dran erinnern, wie ich die Natasha Denona Blumenpalette ausprobiert habe und einfach außer wie ein Clown? Ja, Marin, was sagen wir dazu? Hä? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nix, habe ich mir gedacht. So habe ich heute Morgen eigentlich geduscht. Ey, hätte auch einfach Setting Spray benutzen können. Oh, das habe ich auch so von Julina übernommen, dieses... Naja. Ich habe gerade mal off-camera meine Augenbrauen gemacht und wäre ich ein cooler YouTube-TikTok-Star, dann hätte ich das mit dieser oder so Transition gemacht, aber habe ich vergessen. I suck. Das ist auch der Grund, warum ich niemals ein TikTok-Star werden werde. Was okay ist, kann ich mitleben, glaube ich. Ist in Ordnung, oder? Ich mache heute ein ganz... Schlimmste, wenn die Nase juckt, wenn man schon alles abgepudert hat, ey. Also, ich mache heute ein ganz easy Augen-Make-up, weil ich ja sozusagen jetzt gefühlt ewig kein Make-up mehr getragen habe. Ich benutze einfach die Tati Beauty Palette und gehe halt wirklich ganz easy damit rein. Das sage ich immer und dann wird es ein Dark Smoky Eye. Mal gucken, was heute passiert. Ich muss sagen, jetzt ein bisschen zu quatschen mit euch, sozusagen, also so indirekt, das hat mir schon gut getan. Also ich hatte heute Morgen das Gefühl, ich schaffe das gar nicht zu drehen, aber es ging jetzt doch besser als erwartet und darüber bin ich sehr froh. Das liegt aber auch daran, dass ihr als Community einfach nur der Oberknaller seid. Und das wollte ich euch hier auch nochmal sagen. Ich hatte es schon in meiner Instagram-Story erzählt, aber manche folgen mir, wie gesagt, auf Instagram nicht. Warum nicht? Das war creepy. Und zwar kriege ich immer wieder auch von Influencer-Kollegen und Kolleginnen, als auch von Freundinnen, die auch Influencer sind und so weiter, kriege ich immer wieder zurückgemeldet, was für eine heftige Community ihr seid. Und das macht mich so unfassbar stolz. Also darüber freue ich mich einfach so krass. Weil es sagt schon wahnsinnig viel, finde ich, auch über den Influencer oder die Influencerin aus, wie die Community drauf ist. Natürlich können wir nicht kontrollieren, wer uns folgt. Und wenn sich dann jemand irgendwie daneben benimmt, sozusagen im Namen des Influencers oder der Influencerin, dann ist das Mist. Da muss man auch nicht drüber reden. Das ist dann nicht die Schuld des Influencers gegebenenfalls. Aber ich muss wirklich sagen, so viel Lob, wie ich bekomme, für euch sozusagen, so ein bisschen, als wärt ihr meine Kinder. So, die sind aber gut erzogen. Das ist echt nicht normal. Also super krass, wie doll ihr mir vertraut. Und wie sehr ihr zum Beispiel darauf vertraut, wenn ich euch etwas empfehle, ob das nun Produkte sind oder dass ihr jemandem anders folgen sollt oder wenn ich sage, lasst mal ein bisschen Unterstützung oder Liebe bei der Person da, die hat gerade eine schwere Zeit oder so, dann kann ich mich so darauf verlassen, dass ihr das auch macht und das ist einfach nur heftig, das ist nicht selbstverständlich und ich weiß, dieses, das ist nicht selbstverständlich, sagen alle Influencer, aber das ist es halt wirklich nicht und diese Rückmeldung zu bekommen, macht mich so froh, weil genau das möchte ich eigentlich im Endeffekt auch erreichen. Ich habe kein bestimmtes Ziel, dass ich sage, boah, 1 Million Follower oder so, keine Ahnung, nehme ich auch, ist kein Problem, YouTube Money nehme ich auch, Fame nehme ich auch, ist gar kein Ding, so, aber, dass ich jetzt irgendwie sage, ich wünsche mir zum Beispiel eine bestimmte Zahl zu erreichen oder so, das nicht mal unbedingt, aber der Gedanke, dass ich so eine Community weiterhin halten kann, dass ich euch als Menschen einen Anlaufort geben kann, wo ihr euch untereinander auch unterstützt, also so viel wie in den Kommentaren auch interagiert wird, das sehe ich ganz selten bei anderen Influencern und das ist so schön und das freut mich wirklich unfassbar doll.
toll, dass wir als Influencer nicht sind ohne euch als Community. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber wenn man noch eine Community hat, die so stark ist und die so persönlich und nahbar mit mir auch umgeht und das auch zu schätzen weiß, dass ich mich hier so verletzlich zeige, indem ich zum Beispiel auch in solchen Zeiten wie jetzt darüber rede, was mich beschäftigt, wo ich eigentlich am liebsten zwischendurch anfangen würde zu weinen. Aber ich weiß einfach, ihr verurteilt das nicht und ihr erwartet nicht von mir, dass ich zum Beispiel zu bestimmten Zeiten Videos hochlade oder zu bestimmten Themen oder sonst wie. Ihr wünscht euch vielleicht das eine oder andere, aber ihr übt keinen Druck auf mich aus. Und das ist so wichtig und das ist so wertschätzend mir gegenüber. Das freut mich einfach und ich hoffe, und das wäre das, was ich mir wünschen würde für meine YouTube-Karriere, wenn man das überhaupt so nennen würde, ist, egal wie groß ich werde, dass diese Community bitte auf diesem Level weiter miteinander interagiert. Dass die wächst, das ist super schön, dass es auch mehr Stimmen dazu kommen, die vielleicht auch mir gegenüber mehr Kritik äußern. Ihr seid alle herzlich willkommen, gar keine Frage. Konstruktive Kritik, wisst ihr, könnt ihr immer dazu schreiben. Ich antworte, wenn ich es schaffe und das Video nicht zu viele Kommentare zum Beispiel, auch auf jeden einzelnen Kommentar immer noch. Weil mir persönlich das auch wichtig ist, euch zu zeigen, ich sehe euch, ich lese euch, ich höre euch und ich bekomme mit, dass ihr da seid. Aber falls das mal nicht möglich ist, seid euch trotzdem gewiss, ich lese jeden Kommentar. Also wenn ich euer Kommentar geliked oder ein Herzen gegeben habe, dann auf jeden Fall, weil ich es halt durchgelesen habe und nicht nur, weil ich irgendwie random da durchgehe. Und den meisten Leuten antworte ich auch, weil ihr halt auch so viel Zeit und Energie darauf verwendet, auf mich einzugehen. Und das ist so schön und das gibt mir das Gefühl, dass ich hier mich sicher öffnen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich das tue. Ich verstehe auch bei vielen Influencer-Kollegen, warum sie das gegebenenfalls ab einer bestimmten Größe nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Wo sind meine Pinsel? Oh, ich bin schon wieder so lost, ey. Sorry. Denn gerade wenn man dann zum Beispiel auch es in die Trends schafft und so, was da für Kommentare teilweise hinterlassen werden, ist einfach nur noch unmenschlich. Also da muss man wirklich, ich meine, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ich werde dazu in einem Video auch nochmal darüber reden, also zum Thema, was macht Social Media mit einem persönlich und so weiter. Das, glaube ich, wäre auch ein ganz cooles Projekt. Einfach mal auch meine Kollegen und Kolleginnen fragen, wie sie sich aktuell da fühlen und so weiter. Ja, das fände ich auf jeden Fall sehr schön. Und darüber mal irgendwie zu sprechen, euch das mal so hinter den Kulissen zu zeigen, das machen einige auch. Ich zeige das ja auch, wenn ich meinen blöden Kommentar kriege und ich kriege wirklich wenige blöde Kommentare. Also manchmal sind einfach Kommentare, über die ich mich ärgere oder so, aber Kommentare, die mich als Person angreifen oder mein Aussehen oder keine Ahnung was, das habe ich echt super selten. Da bin ich total froh drum und das ist halt auch so ein bisschen das Schöne daran, eine noch kleine Community zu haben, dass im Endeffekt sehr viel toxischer Mist von außen gar nicht erst auf dich aufmerksam wird. Man hat sozusagen so den Vorteil davon, dass man ein bisschen anonym ist, würde ich jetzt mal sagen. Jedenfalls ist es eine große Ehre, euch alle dabei zu haben und es ist ein sehr schönes und beruhigendes Gefühl zu wissen, dass ich, auch wenn ich solche schlechten Tage habe, das einfach kommunizieren kann und da Verständnis mir gegenüber aufgebracht wird. Das ist für mich eine große Erleichterung zu wissen, dass ich mich nicht verstellen muss und dass ihr mich auch verstellt gar nicht haben wollt sozusagen, also mich verstellt gar nicht sehen wollen würdet, sondern dass euch das auch am Herzen liegt, dass ich wirklich ehrlich kommunizieren kann. Und das ist, finde ich, das Größte, was einem eine eigene Community geben kann. Und nicht viele Communities sind so offen und so verständnisvoll, wie ihr das seid. Das finde ich total toll. Achso, das ist übrigens kein Bashing meinen Kollegen gegenüber oder deren Communities gegenüber oder sonst wie. Aber ich habe manchmal bei meinen Kollegen und Kolleginnen unter den Videos einfach auch Kommentare gesehen, die ich so unfair finde. Also wo, keine Ahnung, Lügen unterstellt werden oder ja, wo auch gesagt wird, mach doch mal mehr dies oder mach doch mal mehr das. Und das sind so Sachen, wenn ihr Wünsche habt, dann äußert ihr das so, dass ihr sagt, hey, ich würde mir wünschen das. Und das ist, finde ich, eine sehr respektvolle Art und Weise, mit mir umzugehen und auch damit, was ich eigentlich für Content machen möchte auf meinem Kanal. Denn ich mache den Content natürlich für euch, aber ich mache den ja auch dann besonders gerne und besonders gut, wenn ich dazu selber Lust habe. Merkt ihr zum Beispiel auch in den Fashion Try-on-Hauls. Das war zuerst nur so eine Schnapsidee, ohne Schnaps in dem Fall, leider. Aber es ist irgendwie zu einem richtig großen Aufhänger geworden für diesen Kanal und mir macht das halt deswegen auch so Spaß, weil ich halt einfach ich selber dabei sein kann und dann zum Beispiel nicht irgendwie Kommentare kommen, die mich persönlich verletzen oder sonstiges. Das ist halt einfach schön und wie gesagt, nicht selbstverständlich, sehr wertschätzend und dafür möchte ich nochmal Danke sagen. Außerdem können wir alle mal Danke sagen dafür, dass Becker diesen wunderschönen Skin, wie heißen die noch? Shimmering Skin Perfector Pressed rausgebracht haben in der Farbe Moonstone. Das ist übrigens, da ist noch nichts drauf, das ist jetzt nur von dem Skin Gloss von Dominique Cosmetics, aber so ein bisschen mehr Highlighter wäre natürlich auch ganz nah. Ne? Habe ich auch als Inner Corner Highlight noch benutzt, um das noch ein bisschen zu. Was war das denn für ein Move? Keine Ahnung, egal. Jedenfalls mache ich jetzt noch kurz Mascara drauf und dann kommen wir endlich zum Gewinnspiel. Dieses Video ist schon wieder zu lang. I am so sorry. So, Friends, Mascara ist drauf und Lippen sitzen auch. Sehr schön. Lippi ist übrigens der Luna Beauty Lip Gloss. Welche Farbe?
Dreamy, der riecht einfach so gut und ich brauchte mal was anderes heute, um zum Gewinnspiel zu kommen. Ich wollte gerade sagen, zum Wichtigsten des Videos, aber nein, das Wichtigste des Videos ist das Danke an euch. Obwohl, das Gewinnspiel ist auch ein Danke an euch. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr über 18 Jahre sein, wollte ich gerade sagen. Das ist doch Quatsch, Katharina. Teilnahmebedingungen lasse ich auf jeden Fall unten noch. Aber müsst ihr Abonnent meines Kanals sein, dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar da lassen. Am besten mit einem Instagram-Namen oder einem Twitter-Namen oder irgendwas, worüber ich euch einfach erreichen kann. Ich kriege ganz oft die Frage, oh, kannst du das nicht auch über YouTube machen? Ich habe das schon öfter versucht und bei einem Mal hatte ich das tatsächlich, dass eine Gewinnerin leider innerhalb von 4 Wochen, die ich ihr Zeit gegeben habe, auf YouTube nicht geantwortet hat und sie hat mir leider bei Instagram auch keinen Namen dagelassen oder so. Ich glaube, sie hatte kein Instagram, ich weiß es gar nicht. Ich habe noch versucht, sie auf Instagram zu finden, habe ich leider nicht und musste dann einmal komplett neu auslosen. Und da ist Instagram eben einfach ein bisschen besseres Medium oder Twitter zum Beispiel, das geht auch meinetwegen. Da könnte ich euch dann einfach ein bisschen einfacher anschreiben. Und dann sehe ich auch zum Beispiel, ob jemand die Nachricht überhaupt gelesen hat und so weiter. Das sieht man bei YouTube eben leider nicht. Und da kriegt man ganz oft auch keine Notification über Nachrichten. Dementsprechend wäre ein Twitter-Handle oder ein Instagram-Handle das Praktischste für mich sozusagen und auch für euch. Dann wisst ihr direkt Bescheid. Zu gewinnen gibt es, wie gesagt, die Sachen, die ich hier auch nochmal eben eingeblendet habe. Sind echt ein paar schöne Sachen mit dabei. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Ich habe auch so das Gefühl, ich bin so durch 23 Emotionen gegangen, wenn ich das gemacht habe. Aber das ist gerade auch ein bisschen so, wie es mir tagtäglich geht. Manchmal freue ich mich über Sachen, manchmal könnte ich direkt losweinen. Das gehört zum Leben mit dazu und das ist auch erstmal okay so. Es war auf jeden Fall schön, endlich wieder zu filmen und ich hoffe, euch geht es gut. Ich schicke euch ganz viel Kraft, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid wie ich oder auch schon drin wart. Ich weiß, wie schwer das ist, aber zusammen kommen wir da auf jeden Fall durch und ich freue mich auf eure Anwesenheit, auch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!